Sprechender Pilz. Stehen bleiben. Das ist ein Überfall. Ich meine, rück dein ganzes Gold raus. Oder ich werde meine tödlichen Sporen auf dich loslassen. Leg es auf den Boden, und zwar schnell. Hört, hört. Ein sprechender Pilz. Sind deine Sporen wirklich tödlich? Du kannst dich nicht ausreden. Nein, du legst diesen Pilz nicht rein. Wirst du nun dein Gold rausrücken oder nicht? Nein, ich gebe mein Gold keinem sprechenden Pilz. Verdammt! Was ist denn das? Ein Imp hat sich hinter dem Pilz versteckt. Er wollte uns reinlegen. Aber glücklicherweise und überraschenderweise hast du seinen Bluff durchschaut. Sonst hätte er uns der kleine Teufel über den Tisch gezogen. Ja. Was will auch ein Pilz mit Gold? Mal ernsthaft. Aber fand ich nett. Interessante Idee. So, hier sind auch tote Leichen davor. Wäre auch komisch, wenn es lebendige Leichen wären. Spinnenbaby. Nett. Bin ja immer ganz froh, wenn es irgendwelche komischen Spinnen wieder sind. Ich hoffe, die werden nicht bald los. Ich mag Spinnen nicht. Ach, vielleicht ist ja die entlaufende Spinne hier. Riesenfroschkiller. Ah, der Riesenfroschkiller. Natürlich. Den habe ich doch gesucht. So, damit wäre die Quest auch erledigt. Die Quest um den Riesenfroschkiller. Irgendwie ist das ein komisches. Es ist ein bisschen verbuggt, dieser Weg, wie es aussieht. Ich kann nämlich nicht richtig lang laufen. So, als wären da unsichtbare Barrieren, die nicht sein sollten. So. Stopp, Spinne. Gut, ich würde mal sagen, so viel zum Riesenfrosch, klar. Ja, ich glaube, das war auch alles, was es in diesem Waldstück zu finden gab. Jetzt sollte ich den, ich glaube, Riesenfrischhirten und Fischhirten und den, ja, Riesenfisch. Habe ich jetzt schon öfters Riesenfisch gesagt? Ich meine natürlich Riesenfrösche. Riesenfroschhirten und den Pilzbauer ansprechen, weil ich glaube, das sind die beiden, die das jetzt wollten. Ja. Mein Bild schon gefunden? Ja, habe ich. Mein Pilz, eine neue Art, ein neuer Pilz, farbiger, großer, größer, schöner. Meine Pilze werden die besten im ganzen Dorf. Gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Bis bald. Ich habe einen neuen Gegenstand erhalten. Aha. Übrigens, dämonische Beschwörungspuppe. Aha. Das hatte ich alles schon. Oh, ich sollte vielleicht mal das Eisenamulett des Löwen auch noch ausrüsten, wenn ich es schon gekauft habe. Hm, seltsam. Ich habe auch keine Ahnung, was ich erhalten habe. Was war in der Holzkiste noch gleich drin? Zubehör befallen, naja. Kann man verkaufen. So. Der Riesenfroschhirte. Erzähl, hast du Monster meiner Riesenfrösche gefunden? Das Monster ist tot. Gefunden? Wunderbar. Ich vermute, du willst Belohnung. Ja. Mhm. Okay,
Lass uns handeln. Okay. Sensoren. Wer ist hier gewesen? Oder mit den Truhen, wo man nicht rein durfte. So. Gut, wie sieht es mit meinem Questlog aus? Ich müsste ja. Ja, die Schachtel soll ich noch stehlen. Der verschlorene Schlüssel für die Geldtruhe. Die entlaufene Spinne. Den Mörder finden. Sie sucht ihren Mann. Theoretisch habe ich im oberen Teil des Dorfes ja alles gemacht. Also muss entweder hier unten noch was sein oder ich habe irgendwo anders noch was übersehen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wo. Ach ja, die Einkaufsliste, ich erinnere mich, das hatte ich ja schon mal. Verreckt. Bei diesen Viechern. Na, würdest du bitte speichern? Danke sehr. Oh mein Gott. Ich sehe auch gerade warum. Wieso habe ich so viel Schaden gefressen? Ist ja mal nicht mehr lustig. Da was für dich interessiert. Ein Ring. Außergewöhnlicher Ring für dich. Ring schon sehr alt und sehr hübsch. In der Tat. Kannst ihn haben, wenn du magst. Völlig umsonst. Einfach so. Ohne bezahlen. Also, willst du den Ring? In Ordnung, ich nehme ihn. Übergibt den Ring. Gut, sehr gut. Du wirst ihn sicher mögen. Er wird sicher perfekt auf deinen Finger passen. Bis bald. Also, verdächtiger geht's ja gar nicht. Okay. Seltsamer Ring. Auf der Oberfläche dieses Rings befindet sich eine Gravur. Siegen bedeutet Ehre. Xiquenta, erster Krieger von Nemesis. Okay. Ich kann jederzeit ablegen. Warum hast du unser Eigentum gestohlen, Mensch? Warum trägst du den Ring, der unserer Familie gehört? Er gehört uns, den Toten. Keine lebende Kreatur darf unseren Besitz anfassen, Fremder. Es ist uns egal, wie du an den Ring gelangt bist. Wir wollen keine Rache. Die Sache, die ist nur Sache der Lebenden. Wir verlangen nur unseren Ring zurück. Er gehört zu unseren Gräbern und wird die Erinnerung an uns bis in alle Ewigkeit aufrechterhalten. Deswegen solltest du ihn wieder dorthin bringen, wo er hingehört. Mensch, lege ihn zurück in unsere Gräber. Sofort. Ring zurückgeben. Eine weise Entscheidung, Mensch. So kehrt wieder Ruhe in einen unserer Familie. Was für eine Rasse gehörst du an? Unser Ring. Gib uns unseren Ring, oder du wirst uns in die Welt der Toten begleiten. Die Gräber sind kalt, sehr kalt. Ich denke, es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein Schwätzchen, Mensch. Du wirst von ihnen keine Informationen erhalten. Okay. König des Feuers, Feuerset. Okay.
gibt Sets, aber ich war noch nie so sonderlich interessiert an Rüstungssets. Im Gegenteil, ich habe mir eher aus Rüstungssets eigentlich nie was gemacht. Außer wenn sie halt wirklich cool aussehen, aber das wird bei diesem Spiel nicht so sonderlich der Fall sein. Oder richtig coole Boni haben. Und man sie auch in der dann auch wirklich behalten kann. Mir das Drachenrüstungsset im ersten Divinity-Teil. Aber so random Rüstungssets zu finden, ohne sonderlich viele Boni drauf. Und man weiß halt nicht, ob man irgendwo mal wieder welche findet. Per Quest ist es ganz cool, aber. Oder wenn man einen wiederholbaren Dungeon das irgendwie finden könnte, aber so rein random drop, weiß ja nicht. So. Ah, ein Erdelementar. Ich weiß nicht, warum die mir so viel Schaden gemacht haben. Da möchte ich auch keinen Nachschaden. Oh, das ist das Ende der Karte. Nicht gut. Das heißt, die Karte ist bald vorbei. Ich werde meine silberigen Reflexe wieder anlegen. Ich erwarte ja noch irgendwo in der Ecke so ein Vieh, was mich wieder angreift. So ein Magiedämonen-Vieh. Das Erdbeben macht so viel Schaden, verstehe. Okay. Weiter geht's. Da ist ja der Dämon, den ich erwartet habe. Kirgor. So, er hat den Metallangriff. Jetzt noch den Tiber angreifen. Großer Magietrank. Großer Heiltrank. Goldmünzen. Beinkiste. Dieser Pilz, seltsame Pilz leuchtet. Leuchtende Pilz sieht sehr schmackhaft aus. Okay. Nehmen wir den mal mit. Dann wollen wir mal weitermachen. Noch einer. Ja.
Frösche, die einem auf den Sack gehen. Stirb. Du auch. Du auch. So. Da-dum. Epidemie, die hier weitergeht. Bauer. Okay. Was willst du denn? Bring sie zurück! Bitte, bitte! Wer bist du? Egal, spielt keine Rolle mehr. Meine Frau, weg, mitgenommen, geraubt. Mir ist alles egal, verschwinde. Was ist mit deiner Frau geschehen? Sie kam in der Nacht, haben sie mitgenommen. War gerade unterwegs auf der Suche nach Heilpilzen. Kam zurück und meine Frau verschwunden. Jetzt bin ich hier allein. Niemand kocht für mich. In der Nacht höre ich Geräusche. Habe solche Angst. Wirst du nachher suchen? Ah, ich werde nachher suchen. Wirklich? Gut. Bring sie bitte zu mir zurück. Mein Herz schmerzt und mein Magen ist leer. Ich merke schon, ihr seid sehr, sehr autonom. Würden die ganzen Jungs noch machen, wenn ich nicht da wäre? Wahrscheinlich verzweifelt um ihre Mami, zu ihrer Mami betteln. So. Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann ist der Wald schon vorbei. Sag mal, hat der Bürger mir jetzt gerade meine HP, meine AP geklaut? Dieses Arschloch. Okay. Auch so schön. Gut, wie es aussieht, sind wir wieder einmal drumrum. Das heißt, jetzt geht die zweite Runde los und die wird deutlich kleiner sein. Sagte er und wurde davon gleich mal getötet. Sehr schön. Das waren ganz schön viele von den Erdelementaren.